herzlich willkommen bei der Wechselwirkung wieder von Körper und Persönlichkeit. Heute darf es mehr um ein Freiwerden von dir selber gehen. Welche Körperbereiche das ermöglichen? Das sind sehr, sehr einfach, die Arme. Ich habe zu diesem Thema bereits ein andermal gesprochen. Wenn du hier die Übung, hier gibt es eine tiefergreifende Übung auch, wenn du die zusätzlich machen möchtest, dann findest du das in der Folge von den Körper entspannen für mehr Leichtigkeit. Das ist die Ergänzung dazu. Wir werden diese Ansatzübung auch natürlich heute genauso machen. Aber wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest, dann schau dir diese Übung extra an. Wenn wir von den Armen sprechen, Arme möchten grundsätzlich nach außen greifen. Die Arme sind deine Verbindung nach außen. Das ist rein körperlich so vorgesehen. Die Arme sind aber nicht grundlos verspannt. Und mit den Armen gemeinsam auch oft die Schulter, der Brustkorb, sogar der Rücken bis hinein zur Wirbelsäule, können die Arme Verspannungen auslösen. Das hängt aber auch natürlich mit unserer eigenen Qualität zusammen. Stell dir mal vor, wenn dein Umfeld, was oft der Fall ist, nicht so entspricht, dass es dir total angenehm ist. Dass das Umfeld vielleicht von dir sehr viel fordert oder überhaupt Themen auf dieser Welt existieren, wo du dich gerne zurückziehst. Dann macht es der Körper mit. Sobald wir uns vom Außen zurückziehen, passiert das vorrangig gleich mal mit den Armen. Wir wollen nicht hinausgreifen, wir ziehen den Arm an uns heran und jetzt beginnt die Kettenreaktion. Der Arm zieht heran, dann wird die Schulter enger heran, der Brustkorb wird enger, es wird enge sogar nach innen bis zur Wirbelsäule entstehen. Nacken, Kopf natürlich sind dann auch in Mitleidenschaft gezogen. Was hier entsteht, ist allerdings, wenn die Arme öffnen, und das sollten wir, dann bringt das dir selber unglaublich viel. Die Arme, die bringen dir Leichtigkeit. Sie bringen dir die Möglichkeit, dass du dich freier fühlst. Das hängt auch mit dem Schultergürtel zusammen. Das heißt, Schultergürtel und Arme sind ein gemeinsames Spiel. Wenn du dir das jetzt körperlich vorstellst, die Schlüsselbeine, die sind knapp unter deinem Hals, mittig, ausgebreitet bis zu den Schultern und sind so etwas wie die Führung für deine Arme. Wenn die Schlüsselbeine wirklich nach außen fließen, wird auch der Rücken in eine andere Qualität sofort kommen und Rücken und diese Schlüsselbeine gemeinsam führen dann deine Arme nach außen. Wenn diese Weite entsteht, dann ist es tatsächlich so, dass du dich einfach selber frei fühlst, als würde eine Last von dir wegfließen können. Sozusagen von innen von dir weg nach außen kann diese Last wegfließen, wenn du diese Arme eben nach außen ausbreitest. Es geht ja auch darum, dass das, was du nicht möchtest, auch abfließen darf. Sind die Arme aber nur herbei, beginnt es bei dir zu stauen. Dann wird es eng und es kann eben nichts abfließen. Warum wir jetzt aber trotzdem das Gegenteil machen, dass wir oft heranziehen, das ist eigentlich ein Trugschluss im Denken. Und wenn du das spürst, wirst du merken, das ändert ganz, ganz viel jetzt. Der Trugschluss ist folgendes. Wir glauben immer wieder, wenn ich mich öffne, dann öffne und öffne und öffne ich mich und ich verliere mich. Ich verliere mich dann ans Außen draußen. Oder ich öffne mich doch einem Thema, das nicht angenehm ist. Wieso sollte ich mich denn da hinaus öffnen? Dann bekomme ich dieses Thema doch noch immer mehr und mehr zu spüren. Das stimmt nur geringfügig. Es ist nämlich tatsächlich so. Überleg mal ganz logisch. Wenn du dich von innen her über die Schlüsselbeine in die Arme öffnest, mach das gerne mal mit. Die Arme nicht zu hoch, unter Schulterhöhe.
Das ist auch die Übung, die dann tiefer ist in der anderen Folge. Rausschieben, mit den Fingern tatsächlich die Luft spüren. Dann nimmst doch du dir mehr Raum. Das heißt, du selbst wirst größer und das vergessen wir gerne. Und wenn du jetzt größer wirst und jetzt nehmen wir mal an, das Außen ist nicht so angenehm, dann wird das Außen mehr an dir abfließen können. Wenn du dich aber jetzt, wie wir glauben, wenn ich mich zurückziehe, weil es angenehmer ist, dass ich ganz und nur bei mir bleibe, stell dir das mal bildlich vor, du ziehst dich zurück und jetzt wird das Außen aber größer. Das heißt, es wirkt noch mehr eigentlich auf dich. Im Gegensatz dazu, wenn du dich ausbreitest, aber nicht mit Kraft, mit ganz großer Leichtigkeit hier durch die Schlüsselbeine. Wenn du dieses Ausbreiten machst, dann wirst du selber mehr Leichtigkeit haben, mehr Freiheit, mehr öffnen. Und spür mal hin, das entspannt enorm. Da wird sofort der Brustkorb freier zum Durchatmen. Und das sind ganz, ganz wichtige Themen, denn wenn der Brustkorb eng ist, wir beginnen flach zu atmen. Beim flachen Atmen kommen automatisch, das hängt zusammen, eher negative Gedanken. Teilweise sogar Unsicherheiten, Ängste. Sind wir aber hier entspannt und frei, da ändert sich sofort jeder Gedanke und es ändert sich der ganze emotionale Zustand. Das kann durchaus sein, wenn du die Übung auch machst, wirst du das immer mehr spüren. Natürlich kann es enorm ziehen in den Armen, denn Arme, wenn die immer heranwirken, sind die Muskeln einfach zu kurz. Und wenn wir uns jetzt beginnen auszubreiten, dann entsteht wieder die Verlängerung und die spüren wir einfach am Anfang, aber die löst sich dann. Und dann kommen noch ganz fantastische Themen, die auch dadurch entstehen. Wenn du diese Weite durch die Arme erreichst, dann entsteht, ich sage jetzt mal, auch eine Art Filtern von dir, von deinem Umfeld. Das heißt, du filterst dein Umfeld ganz anders, was du eigentlich in diesem Umfeld sehen möchtest. Du wirst deine Sinne völlig anders bereit haben, um das zu sehen, was dir gefällt. Das andere existiert natürlich auch. Klar wirst du das auch wahrnehmen. Aber ganz ehrlich, noch einmal, du kannst dich eigentlich nicht zurückziehen vom Umfeld. Das ist nicht möglich. Das Umfeld bleibt bestehen. Da macht es doch wesentlich mehr Sinn, wenn du sagst, na, dann gehe ich in die Leichtigkeit und in dieser Öffnung und Leichtigkeit sehe ich aber dann sehr wohl auch und zwar sehr genau die Dinge, die mich interessieren, die mich neugierig machen, die mir Spaß machen im Leben. Denn jetzt kommt eine spannende Qualität noch hier dazu. Es wird ein Thema einfach des Schultergürtels und der Arme zusammen. Es kommt was Spielerisches dazu. Etwas Spielerisches im Sinne von, ich nehme nicht alles so ernst, ich nehme nicht alles so dramatisch und so tragisch, sondern ich beginne wieder mehr mit den Dingen, die Freude machen, zu spielen. Das entsteht ganz automatisch, probier es nur aus, da brauchst du dir gar nichts vorzunehmen, wenn hier mehr Öffnung passiert. Eine völlig andere Kommunikation, die du dadurch führen wirst, natürlich, weil du einfach einen anderen Zugang hast zu auch Menschen im Außen. Du wirst andere Kontakte knüpfen. Aber nicht, weil deine Haltung so brillant ist, sondern weil du in einer anderen inneren Einstellung bist, weil du dich besser spürst. Und das ist ein Naturgesetz, dass wir das anziehen, was wir selber spüren und wie wir sind. Das heißt, es wird ganz, ganz anders sein im Austausch mit dem Außen. Das ist eines der allerwichtigsten Themen. Ich persönlich liebe dieses Thema. Einfach, wenn es uns bewusst wird, wie anders die Denkweise wird. Und da genügt es wirklich. Schlüsselbeine breit. Du kannst dir ruhig mit den Fingern auch immer wieder helfen, sie breit zu streichen. Schlüsselbeine breit und damit Schultergelenke breit zur Seite. Und die Arme breiten sich entsprechend genauso zur Seite aus dann. Und zieh ruhig mal hinaus. Du wirst spüren, da ist viel zu kurz meistens.
der Oberarm, schieb ihn hinaus zu den Ellbogen, die Ellbogen wieder weiter zu den Händen, als möchtest du einfach 10 Meter draußen mal greifen. Und auch wenn es zieht, es entsteht trotzdem die Leichtigkeit. Es wird viel leichter auch im Kopf. Du wirst sehen, sogar das Denken wird viel, viel, viel leichter. Noch einmal, es ist deine Leichtigkeit, die entsteht. Deine neue Kommunikation, die entsteht. Dein Öffnen, das passiert. Aber nicht im Sinne von, du verlierst dich und um Gottes Willen, wem öffne ich mich da gegenüber? Denn selbst nochmal, wenn jemand oder Situationen nicht so angenehm sind und du öffnest dich trotzdem, dann kannst du dich durch diese Freiheit anders einbringen. Es ist am Anfang vielleicht nicht gleich spürbar, aber du wirst merken, es entsteht hier, ich nenne es gerne eine andere Wertung oder auch Wertschätzung der anderen Situation gegenüber, einem Menschen, einer Situation gegenüber. Es wird wertfreier dem anderen gegenüber. Und all das verändert komplett für dich, das ist das Wichtigste, die Situation. Auch wenn der andere vielleicht gar nicht darauf reagiert, weil er so bei sich ist und weil er seine Themen hat. Aber du, um das geht's, gehst in eine völlig andere Qualität hinein. Probier das wirklich mal aus. Eines nur wichtig, wenn du das immer mehr und mehr übst, schau bitte, dass deine Füße auch gut den Boden berühren. Beides gleichzeitig. Die Füße gut hinunter und diese Ausbreitung der Arme. Das kannst du wunderbar üben, einerseits durch die Übung selbst, aber auch mit jeder Geste, die du mal bewusst setzt. Bewege einen Arm hinaus und kontaktiere etwas, indem du, wie wir sagen, etwas in die Hand nimmst. Nimm es nicht, sondern greif mal hinaus und greif hin, anstatt es gleich herzuzunehmen. Greif hin zu etwas, auch Gegenständen gegenüber, haben wir dann eine andere Wertung, nämlich. Das ist nicht nur ein Gegenstand, sondern du bekommst Wahrnehmung, was will ich tatsächlich berühren? Und damit auch immer mehr Klarheit, was will ich in meinem Umfeld haben? Wo will ich denn die Arme wirklich auch ausbreiten, um etwas zu berühren? Welche Gegenstände gefallen mir denn? All das ist zum Teil unbewusst, aber natürlich auch bewusst. Und wir brauchen beides. Wir brauchen das Zusammenspiel von beiden Bereichen. Gönn es dir bitte, das einzusetzen im gesamten Alltag bei dir, auch wenn du die Arme jetzt nicht direkt ausbreitest. Aber stell es dir vor und vor allem hab Schlüsselbeine und Schultern zur Seite. Nicht zurück, nicht vor, sondern zur Seite. Wenn du mehr zu diesen Themen möchtest, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, mehr mit mir zu machen oder mehr über diese Themen dadurch zu erfahren. Teils kostenfreie Themen, da gibt es den Minikurs momentan bei mir. Du findest die Links im Text von dieser Folge jetzt. Einfach im Text nachschauen, anklicken. Der Minikurs kostet dir nur die Mailadresse. Ansonsten trag dich einfach ein, kostet keinen Euro, keinen Cent. Und es gibt auch die Möglichkeit, einmal bei einem Online-Workshop mit dabei zu sein. Auch der ist kostenfrei. Oder natürlich Online-Programme. Vom kleinen Programm bis zum größeren ist da alles möglich. Denn natürlich jeder Körperbereich ermöglicht etwas anderes. Andere Entspannung im Körper selbst, weil es wirkt für dein Thema im Leben. Und das für unterschiedlichste Themen. Heute sehen wir mal bei dieser Leichtigkeit beim Öffnen. Abfließen lassen von Schwere, abfließen lassen von Starre. Was blockiert? Es darf weg und du darfst dich in einer Leichtigkeit fühlen. Ich freue mich, wenn du bei anderen Themen auch mit dabei bist. Und nun wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Genuss mit dieser Weite in dir selbst, mit einem neuen Entdecken und Nutzen dadurch auch von deinem Umfeld. Ich wünsche dir ganz viel Genuss damit.